Herzlich willkommen zum Tarot der Heilung. Mein Name ist Christoph Arnold und ich leite die Praxis Miracura, die sich mit vielfältigen Heilungsmethoden beschäftigt. Und ja, Tarot kann auch Impulse geben für eine innere Heilung. Und jeden Tag bespreche ich hier halt eine Deutung der jeweiligen Karte. Ich bin heute bei der 10 der Schwerter und eindeutiger kann, glaube ich, eine Karte nicht sein, oder? Wow. 10 Schwerter. Ich würde mal sagen, platt gesagt, die Person ist tot. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass du stirbst, sondern dass du vielleicht unter irgendetwas wirklich einen Schlussstrich ziehen musst und das wirklich beenden musst. Und das kann natürlich sein, dass es eine toxische Beziehung ist. Das heißt allerdings nicht, dass du da jemanden ermorden sollst, sondern Schluss machen damit, einen Schlussstrich ziehen. Vielleicht auch irgendeine Angewohnheit, wo du bisher immer sagtest, aber ja, ach Mensch, lass mir das doch. Ja, ich kann das verstehen, dass das manchmal schwierig ist. Nehmen wir jetzt als Beispiel das Rauchen. Und doch könnte es sein, dass ja, die Erkrankung fordert, dass ich endlich etwas beschließe, etwas beende. Und ja, soll ja auch gesünder sein, nicht zu rauchen. Aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es kann eben alles Mögliche sein und es kann eben, wie gesagt, auch eine Beziehung sein, in der man steckt, ein Arbeitsverhältnis, was es gelte, jetzt besser zu beenden. Natürlich so, dass du da jetzt nicht finanziell darunter leidest, aber eben man muss genau abwägen und diese Karte, wenn es dann da eben darum geht, was soll ich tun, deutet wirklich glasklar darauf hin, Dinge zu beenden. Wenn du sagst, Mensch, ja, ich habe da glaube ich auch was, aber können wir da nochmal drüber sprechen? Herzlich gerne, nimm Kontakt über meine Homepage miracura.de auf. Da gibt es eine E-Mail und auch eine Telefonnummer. Die Telefonnummer bitte nur für WhatsApp nutzen, denn ich bin sehr häufig dann eben in Gesprächen und dann ich rufe auch keine Nummern zurück, die ich noch gar nicht zugeordnet habe. Von daher wäre es gut, wenn du mir dann entsprechend in irgendeiner Form schriftlich etwas zukommen lässt. Dann können wir gerne kurz zusammenkommen und auch das ist ja im Rahmen eines ersten Kennenlernens komplett kostenlos. Das heißt, du gehst kein Risiko ein. Wir würden ungefähr eine Viertelstunde zusammen sprechen und ich würde dir zum Beispiel diese Karte erklären oder du sagst, Mensch, ich habe da eine andere Karte, die würde ich gerne nochmal besprechen wollen. Klar, können wir machen. Wie gesagt, für dich kostenlos und von daher auch risikolos. Ja, ein bisschen Zeit investierst du, aber ich auch. Insofern würde ich mich freuen, von dir zu hören. Alles Gute dir und ja, eine gute Gesundung.